Hallo und herzlich willkommen bei unserer Selbsthilfegruppe. Wie sehe ich reich aus, ohne reich zu sein? Und sind günstigere Autos im Alltag vielleicht besser? Beweisstück A, ein Genesis GV80. Und in diesem Beispiel schauen wir heute mal, wie viel Auto kriege ich hier eigentlich fürs Geld und wie viel Bentley ist hier drin. Und jetzt haben wir leider keinen Bentley zum Vergleich, aber ganz ohne anderes Auto wäre ja echt blöd. Und das Schöne ist, so Autos heutzutage, die haben Features, mit denen hätte man vor Jahren noch nicht gerechnet. Die machen uns auch das Filmen viel einfacher. Früher hätte Tim laufen müssen. Jetzt sage ich einfach, wir können doch so sehen, was wir sonst noch so an Fahrzeugen dabei haben. Mensch, ein Traum. Und am liebsten wäre es mir gewesen, wir würden jetzt neben diesen Genesis nicht einen Audi A8 stellen, der wirklich sehr schön und sehr dekorativ ist, sondern einen Bentley Bentayga. Und jetzt könnte man sagen, ah, das möchtest du machen, weil doch der Designer damals gewechselt ist und der Luke Donkerwolke bei Bentley und jetzt bei Genesis unterwegs ist. Ja, das wären die Experten unter euch, aber auch, es fängt beim Grill an. Dann vor allem auch diese Blinker an der Seite, unglaublich schön, bis hin zum Heck. Man könnte die super nebeneinander stellen. Und das heißt, wenn ihr sagt, der GV80 interessiert uns, dann machen Tim und ich einen Einblick und werden es schaffen, den GV80 und den Bentayga nebeneinander zu stellen. Das haben wir jetzt leider so kurzfristig nicht hinbekommen und dachten einfach, auch schön, oder? So eine R8. Und wenn man mit einem R8 vorfährt, dann wissen alle Leute, okay, da hat es jemand geschafft, da hat jemand ein paar Euro ausgegeben. Bei dem Auto ist es ganz interessant, Tim. Ich weiß nicht, wir waren jetzt ein bisschen damit unterwegs und eigentlich überall, wo wir vorgefahren sind, der erste Eindruck war immer, fahrt ihr im Bentley? Alle auch immer erstmal, was ist denn das hier für eine Marke? Keiner kennt dieses Auto, aber alle denken, oh, das ist aber krass. Und ich meine, viele Leute aus dem Umfeld fragen mich immer, wo ich ein Auto habe. Dann sage ich, das sind Presseautos. Und dann alle so, oh, da hast du aber mal richtig was bekommen. So, und wenn ich mit anderen Presseautos komme, sagt das nie jemand. Das heißt, dieser Grill hier ist nicht nur mächtig und auch vor allem sehr stabil in sich. Weil sonst wackelt sowas. Also, guck mal hier. Ich könnte das LKW ziehen, gefühlt nur mit dem Grill hier machen. Sondern das Ding sieht einfach teuer aus. Ich glaube, die meisten Leute schätzen, dass wir deutlich in einem sechsstelligen Preisrahmen sind. Das liegt auch daran, das Ding ist 1,98 Meter. Mit was vergleichen wir das jetzt? So, das Durchschnittsauto ist jetzt so um die 1,80. Ein R8, was schon super breit, richtiger Sportwagen, ist immer bei 1,93, 1,98. So bei über 1,70 Höhe und bei knappen 5 Metern Länge. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall schon sehr viel Masse fürs Geld. Und jetzt kommt auch wieder so, ja, ein GV80 mit Luxury-Paket, der hat dann als Standardbefelgung 22 Zoll. Und wenn ich auf meinen 22 Zoll lang rolle, mit meiner matten Lackierung, dann bin ich schon mal so ein bisschen der Boss. Und wenn ich jetzt damals gesagt hätte, das hier ist ja übrigens Sepangblau. Sepangblau hat kein Extra gekostet, also kein Aufpreis beim R8. Außer man wollte Sepangblau matt. Das hat ca. 5.000 Euro extra gekostet, diese Farbe matt zu bekommen. Das hier ist Brunswick Green. Brunswick kennen wir alle von der Bowlingbahn. Fühlt sich gut an. 1.200 Euro. Und ich sage, ich kann reich aussehen, ohne übertrieben viel Geld auszugeben. Ich glaube, drüben gehen wir ein bisschen lang, haben wir ein bisschen schöneres Licht, oder? Dann können wir ein bisschen was sehen vom Fahrzeug. Also ganz interessant, wie weit die Scheinwerfer rübergezogen sind. Das hier mitlackiert, wirklich schöne Farbe. Hier jetzt nochmal der Blinker, nur damit wir das mal gesehen haben. Also seht ihr das? Also wenn das hier nicht nach Bentley und nach einem Bentley-B aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ich sage das jetzt aber nicht als Copycat, sondern einfach, das Ding sieht reich aus. Finde ich persönlich. Also das macht in der Einfahrt definitiv was her. Meine Lieblingsdesign-Sicke ist diese hier. Also die vorne sehen wir auch schon, läuft da schon beim Spiegel lang und fadet hier hinten aus. Wirklich sehr schön. Und ich finde auch die Rückleuchte. Also das Design, muss ich sagen, finde ich sehr stimmig. Tim, was sagst du dazu? Keine Ahnung, Bentley. Aber gefällt dir dieses Fahrzeug? Nein, das Heck gefällt mir nicht. Warum? Ich weiß nicht, ich finde die zweigeteilten Rückleuchten sehr gewöhnungsbedürftig noch. Okay. Muss ich noch etablieren bei mir. Okay, gut. Was ich bei dir eher interpretiert.
etablieren würde, ist als Filmauto hier bei uns über 700 Liter Kofferraumvolumen. Das heißt, der geht jede Menge rein. Auch über 2000, wenn man umgelegt hat. Und hier auf der Seite hat man so geriffelt mit schöner Metalloptik. 2L, 2R. Das heißt, ich kann einfach sagen, oh komm, 2R. Heute mal 2R ist meine Glückszahl. Und dann klappt das Ganze nach vorne. Hier könnte aber auch eine 3 stehen. 3L, 3R. Dann hätte man hier die dritte Sitzreihe. So, und wenn man sich jetzt überlegt, was meistens dritte Sitzreihen an Aufpreis kosten, ist das ähnlich wie eine Mattlackierung. Hier 500 Euro. Für eine elektrische dritte Sitzreihe. Und jetzt auch wieder das Thema, was kann ich mir denn heutzutage für 7-Sitzer kaufen? Charan wird, glaube ich, seit 12 Jahren so gebaut, wie er ist und irgendwann eingestellt, kriegt keinen Nachfolger. Vans allgemein sind nicht mehr so der Hit. Andere SUVs, da muss ich schon auf sowas X7 riesigen Großes gehen, was super teuer ist. Ein VW-Bus kostet gefühlte Millionen einfach. Und hier muss ich sagen, 500 Euro extra und schon habe ich einen 7-Sitzer, der an 355 Tagen im Jahr einfach schick ist. Und an diesen 10 Tagen, wo du einen 7-Sitzer brauchst, 7-Sitzer. Genesis steht nochmal drauf. Kofferraumöffner hier oben ist vielleicht so ein bisschen schwer zu finden für den einen oder anderen. Das ist ein Thema. Du hast einen Schlüssel? Ja, ich habe einen Schlüssel. Aber der Punkt ist, hier vorne habe ich die Möglichkeit, Keyless Entry-mäßig das Ganze zu machen. Aber hinten habe ich keine Möglichkeit zu schließen und zu öffnen. Das Auto hier hat noch nicht mal Softclose. Gibt es als Option, kostet ein bisschen extra. Aber das wäre mir meinem Bentley natürlich nicht passiert. Wobei ich glaube, auch bei Bentley ist das Ganze ein extra. So, dann hat man hier das Ganze so ein bisschen, ja, doppelt gemoppelt. Wir haben einmal diesen Taster oder auch hier die Möglichkeit, die Neigung zu verstellen. Grundsätzlich hat Tim vorne immer die Position eines Sultans eingenommen. Das heißt, hier dahinter ist es jetzt okay von der Freiheit. Ich habe aber auf jeden Fall eine eigene Klimazone. Ich habe hier zweimal USB, einmal 180 Watt in einer 12-Volt-Dose. Ich habe hinten Einstiegsleisten und mal mit diesem geriffelten, zum Beispiel hier, hat man das komplett durchgezogen. Auch dann Lautsprecher, hinter mir Lautsprecher. Meistens schreiben ja so Autohersteller rein, oh, du hast 9 Lautsprecher, du hast 11 Lautsprecher, 21. Aber das ist bestimmt so ein 8000 Euro 4D-Sound irgendwas sonst zu nehmen. Nein, 1000. 1200 Euro für 21 Lautsprecher. Dafür muss ich halt hier meine Rollos von Hand hoch und runter machen. Eieiei. Aber das zum Beispiel, diese Materialien oder auch sowas wie hier bei den Fensterhebern, das ist schon sehr, sehr gut. Wobei wir da halt vorne ein bisschen mal eher schauen müssen, was da so das Highlight ist. Aber ich muss sagen, wenn wir uns jetzt den imaginären Bentley die ganze Zeit daneben vorstellen, kriegen wir da nicht so viel mehr. Wobei vorne schauen wir doch mal ein bisschen da nach der Ausstattung schon. Tim, du wirst wahrscheinlich, dass ich rübergehe und dir ein bisschen was erkläre, oder? So, ne? Oh, ein R8. So. Das heißt, warum gibt es jetzt eigentlich keinen Einblick? Weil Claudio sich schon mal Genesis angeschaut hat, beziehungsweise zwei. Und wir wollen uns mit Genesis ja nicht überfordern, sonst denkt ihr noch, dass Genesis unser neuer Hauptsponsor ist. Leider nein. Deswegen kennt ihr zum Beispiel dieses Lenkrad, ihr kennt ein bisschen was von Materialien und Verarbeitung. Ziehen wir jetzt nicht zu sehr ins Lange. Der Punkt ist eher, über welchen Preis sprechen wir eigentlich? Wie gesagt, wir haben dieses 2 Meter auf 5 Meter Auto. Basispreis 62,2. Und wenn ich dann sage, ja gut, da muss ich doch voll viel Ausstattung dazu nehmen. Ja, in dem Fall haben wir ein Technikpaket mit dabei, was dann das Head-Up-Display beinhaltet, die 3D-Funktion für mein Kombi-Instrument. Und auch noch zum Beispiel meine Highway Driving Assistant 2, also ein paar Assistenzsysteme und sowas. Das kostet dann auf einmal 4.000 irgendwas Euro, was ich noch dazu buche. Die Farbe nochmal ein Tausender und das Luxuspaket, wo dann zum Beispiel die Felgen schon mit dabei sind und noch etliches an Ausstattung. Aber das heißt, wir sind irgendwo im 70.000, 75.000 Euro Bereich. Für diesen Brocken ein Auto. Mein Dreier hat so viel gekostet. Und der hat weniger Leistung und ist viel weniger Auto. Und zum Beispiel auch sowas hier hinter dem Lenkrad. Ja, die haben das mit diesem Geriffelten durchgezogen. Und das ist echt hochwertig. Auch hier, also dieses kreisrunde Thema mit diesem geriffelten Material, zieht man echt voll durch. Selbst die Pedale sind ja so dieses Geriffelte. Hier wohlgemerkt, man Automatik, Wähl, Hebel, Drehrad besser gesagt, leuchtet blau, wenn ich nach vorne fahre, rot, wenn ich rückwärts fahre. Das finde ich schon ganz cool. Und hier kann man die verschiedenen Drive-Modes gehen. Aber auch das ist halt einfach Tonen sehr hochwertig. Black Ash ist dann übrigens das Holz. Und ja, es ist echtes Holz. Und wer jetzt denkt, ja gut, aber es ist alles schwarz und traurig. Ich würde mir sowas nur kaufen, wenn es auffällt. Denn so ein Bentley, die sind ja meistens innen hell mit sehr gewagten Farbkombinationen. Und du sagst doch auch, nur sowas ist echt, ja.
wenn ich dieses Ding bestellen würde. Es gibt eine Kombination Nautica Dune. Nautica bedeutet, ich habe dunkelblaues Leder auf meinem Armaturenbrett und auf meinen Türtafeln und so sandbeiges für die Sitze und auch das Lenkrad blau mit beige. Also Tim wird jetzt kurz einblenden. Das ist eine sehr mutige Farbkombination, aber ich finde es geil. Oder wenn man hier so auf das Waldthema gehen will, dunkelbraun mit dunkelgrün zu kombinieren. Ich weiß, Tim, der läufst da eiskalten Rücken runter. Ja. Aber ich finde es geil. Natürlich kann ich hier auch induktiv laden, wenn ich das aufschiebe. Ich habe hier unten noch ein Fach, ich habe hier ein großes Fach. Und vor allem, ich habe ein Display. Ja, okay, ein Display haben ist ja jetzt erstmal nichts. Ja, so. Ah, ich wollte eigentlich gar nicht an. Ist jetzt erstmal nichts so Auffälliges. Aber ich habe über 14 Zoll und ich habe den schönsten Homescreen, den ich haben kann. Nämlich hier so wechselnde Bilder, die immer zu dem passen, was gerade ja, angesagt ist. Hell, dunkel, warm, kalt. Also ich hatte dort von Gebirge, grüne Wiese, über so einen Sternenhimmel schon alles. Und hier eine Navikarte. Und ich sehe, wie viel Grad hat es, wie spät es ist, wie ist meine Navigationsführung auf der Karte. Was für ich habe das Wichtigste zusammen und das ist einfach schlicht und schön. Genau, zu dem Display können wir gleich während der Fahrt nochmal eine kleine Sekunde kommen. Denn ja, wir fahren noch eine Runde. Türtafel, also diese Hochwertigkeit und diese Verarbeitung ist das, was mich am meisten an dem Auto anspricht. Und so nette Details wie, ja, meine Lenkradheizung ist zweistufig. Und ja, ich habe natürlich auch belüftete und beheizte Sitze. Und ich habe auch hinten beheizte Sitze. Das heißt, manches davon sind Optionen. Aber wir sind ja nicht bei einem 150.000 Euro Auto, sondern bei einem 70.000 Euro Auto. Und das ist echt ziemlich überraschend. Das heißt, irgendwo muss man das doch gespart haben. Und da würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick unter die Haube. Was uns da erwartet? 21 Lautsprecher, Tim. 21 auf 22 Zoll. So. Ja, da. Ich habe hier selber noch nie reingeguckt. Und dann merkt man, oh, Riesenauto. Oh, und guck mal, ein Motor. Das heißt, hier vorne würde man jetzt mehr erwarten. Und da ist ja wieder so das Thema, ja, es ist dem deutschen Markt angepasst. Das heißt, die Einstiegsmotorisierung, ein 2,5 Liter Vierzylinder mit immerhin 304 PS. Es gibt aber auch das, was jetzt der deutsche Dienstwagenfahrer erwartet, nämlich ein Sechszylinder Diesel mit 280 PS. Immer Achtgangautomatik, immer Allradantrieb. Das hat also auch dieser Motor. Das ist schon ziemlich cool. Die eher nicht-europäischen Märkte bekommen auch einen V6 Turbo mit 380 PS. Das wäre jetzt das, was sich einige wünschen. Aber die von euch, die sich das wünschen, sind nicht die, die so ein Auto kaufen. Die, die so ein Auto kaufen, kaufen sowas oder halt den Diesel. Von daher ist das durchaus ja vernünftig, was man hier mitgewählt hat. Und ja, also man sieht hier vorne, würde noch eine Ecke mit reinpassen. Es ist aber relativ tief hier mal eingebaut, soweit es halt geht. Und es macht einen sehr hochwertigen Eindruck einfach so von der ganzen Gestaltung her. Und dieses Grün ist einfach sehr, sehr schick. So, das heißt, wir haben ein Auto mit einem guten Platzangebot. Was sehr, ich finde persönlich, finde ihn sehr schick. Ich finde ihn jetzt auch nicht ja, unattraktiver als, ich bin ja nicht der riesen SUV-Freund, aber ich habe mich mit diesem Design, da könnte ich mich schon gut anfreunden. Ich habe moderne Technik, die ich im Inneren nutzen kann. Und wenn man da irgendwo ankommt, denken die Leute alle, du hast 100.000 Euro für ein Auto ausgegeben. Ist das der Bentley? Das Auto wird wirklich mit dem Bentley verwechselt. Allein schon wegen den Blinkern und den Scheinwerferelementen und alle freuen sich drüber. Und dabei hat man weniger als für manche deutsche Mittelklasse-Autos ausgegeben. Das bedeutet doch jetzt eigentlich, dass wenn ich jetzt einsteige und losfahre, das Ding richtig, richtig, richtig schlecht fahren muss. Und von daher würde ich sagen, finden wir das mal raus. Und für euch nochmal der Hinweis, wenn ihr ganz, ganz viele Details zum GV80 oder zum G80 oder sehen wollt, dann teilt dieses Video, kommentiert dieses Video und sagt uns, wie intensiv wir ihn mit einem Bentley Bentayga vergleichen sollen. Aber Tim wirft die Kamera weg, ich springe ins Auto und sage euch was dazu. Ja, mit dem schönen Stück müssen wir auch irgendwie was Sinnvolles machen. Dann rollen wir mal ganz geschmeidig los. Und die ist ganz geschmeidig. Wir haben eine 8-Gang-Wandlerautomatik, die kann das auch. Und jetzt ist der Moment, wo alle sagen, ja, aber das hat mit Bentley und so noch nichts zu tun, weil dem Bentley, da habe ich entweder den 12-Zylinder oder ich habe mich herabgelassen, habe den V8 bestellt oder noch schlimmer, den V8 Diesel. Und hier habe ich halt diesen kleinen 4-Zylinder. Und genau das ist der entscheidende Moment, wo man sich fragen muss, was einem wichtig ist oder eben auch nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne ein großes, bequemes Auto, das was repräsentiert und gut aussieht und ich mache damit so meine alltäglichen Fahrten, dann muss ich sagen, ganz im Ernst, brauchst du wirklich mehr? Weil ich biege ab, alles rollt durchs Auto, boah, ist echt viel. Und dann, ich höre ja nicht viel.
ich nehme ja jetzt hier nicht sonderlich viel wahr. Und das ist genau der Charme eigentlich auch von diesem kleinen Motor, eben nicht so viel zu hören. So, und jetzt sagt mir mein Head-Up-Display, dass ich 70 bzw. jetzt 100 fahren darf und rolle so dahin. Und dieses Kombi-Instrument, diese Farben da, ja, ich weiß nicht, ob wir es eingebaut kriegen, aber das ist 1:1 Original Bentley, dieser Gold-Braunton. Und, also das ist wirklich gut. Wenn mir das nicht gefällt, ich kann natürlich auch in den Eco-Modus gehen, dann wird auf einmal alles schön grün da vorne. Oder ich sage, na, Moment, Sport. Dann kriegt es auch alles sofort diese sportliche Attitüde. Mein Sitz wird sofort enger. Und, boah, das ist schon alles ziemlich cool. Man merkt halt, man kann hier und da bei einer modernen Marke noch ganz vorne mit dabei sein. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mich hier zu meinen Einstellungen der Fahrassistenz mache oder so, ja, diese Spurhalte mag ich nicht so, dann sehe ich hier Assistenze, Mentamimento, Corsia. Aber ich will doch gar nicht nach Corsica. So, das heißt, da fehlt hier und da vielleicht noch eine Kleinigkeit. Aber das sind solche Sachen, die werden ja relativ fix behoben. Und das stört mich nicht. Da bin ich eher so, ich bin vorne mit dabei. Es ist ja auch heute cool, wenn man sagen kann, ey, ich war übrigens bei Tesla ganz am Anfang mit dabei. Und von daher finde ich das sehr sympathisch. Und jetzt reden wir schon über Dinge, die wieder nicht mit dem Fahren zu tun haben. Ich fahre ein bisschen über 70 und man hört einfach nichts. Und ich habe dieses riesen Display, was natürlich auch Touch hat. Ich kann hier das Ganze. Also die Bedienung ist hier und da noch ein bisschen, wo ich mich frage, echt jetzt? Wenn ich zum Beispiel eine Adresseingabe habe, mit so einem normalen Tastaturfeld vor mir, hoch runter kann ich mit so dieser Klickbewegung machen. Aber links, rechts muss ich drehen. Mit links, rechts klicken geht es nicht. Das heißt, da komme ich so ein bisschen durcheinander, weil ich will alles überklicken oder alles überdrehen machen. Das sind so Kleinigkeiten aus meiner Sicht. Ein größeres Thema ist der Verbrauch. Ja, der steht jetzt hier unfairerweise bei 15, aber auch nur, weil wir auch Autobahnaufnahmen von dem Auto gemacht haben. Und der ist mit 11 angegeben und ich muss auch sagen, ich bin gestern mal so wirklich eine 100 Kilometer Verbrauchsrunde sozusagen gefahren. Ich war bei 10,9 am Ende. Also diese 11 Liter sind da auch wirklich sehr realistisch, was den Verbrauch angeht. Und dann rollt man so ganz entspannt dahin. Und dieses ganz entspannt dahinrollen, das ist genau das Ding von dem Auto. Wenn du jetzt hier die größte Kurvenjagd machen willst, nee. Auch das Getriebe, diese Eigenentwicklung, die schaltet wirklich gut, finde ich. Aber der fehlt dann vielleicht hier und da so ein kleines bisschen, ja, dieser letzte sportliche Schliff. Will ich das in dem Auto? Nein. Niemals will ich das in dem Auto. Ich will ja einfach ganz entspannt und ganz gechillt unterwegs sein. Und das kann dieses Ding. Und das ist jetzt auch wieder das Thema. Wenn ich also diese Leistung eh nicht brauche, aber diesen Look haben will und auch mal an mein Budget denke und einen Siebensitzer haben will, ist das hier echt ein vernünftiges Auto. Und klar wird es jetzt so ein bisschen reißerisch aufgezogen. Und die meisten Leute, die sich ein Bentley leisten können, denken nicht ernsthaft über dieses Auto nach, weil da verschiedene Preisgefüge sind. Aber wenn jetzt Leute das Auto sehen und sagen, ja, das ist doch nur so Copycat-Billig-Auto und kann nichts. Nee, eben auch nicht. Wenn du den richtigen Anwendungsfall dafür hast. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt einen Siebensitzer so bräuchte, da fallen mir jetzt nicht ja, viel bessere Alternativen ein. So, kommen wir jetzt nochmal übrigens nicht nur diese tollen Bentley-Farben, sondern auch so ein 3D-Effekt. Das ist ganz nett. Head-Up-Display zeigt mir was vom Totwinkel. Und jetzt auch hier nochmal, damit ihr es gesehen habt. Das ist eh eine der besten Funktionen überhaupt, dass ich ein Kombi-Instrument Totwinkel bekomme. Haben wir bei Hyundai und Kia schon genug gesehen. Aber einfach, damit ich es euch nochmal mitgegeben habe. In dieser kurzen Form. Und wie gesagt, das Auto hat eigentlich deutlich mehr verdient. Aber auch so kriegen wir, glaube ich, mal transportiert, dass ich hier für 70.000 Euro einen riesen Bock von einem Auto bekomme. Und die meisten von euch werden sich höchstens daran stören, dass ich jetzt keinen ja, fetten V8 oder 6-Zylinder Turbo da unter der Haube habe. Aber ihr seid so für das Daily dahinrollen, muss ich sagen, ist das völlig in Ordnung. Wer natürlich mehr will, kriegt mehr. So, das heißt, wir gehen jetzt hier oben einmal in die Einstellungen. Und in den Einstellungen gibt es unter Fahrzeug ein Motor-Sound-Setting. So, da gehen wir jetzt auf, das hatten wir schon auf hochgestellt. Wenn ich jetzt hier auf Sport gehe, ist jetzt Achtung. Hört ihr es? Und ich muss sagen, das Auto liegt hier deutlich besser als die Dinge, die wir als Drehequipment dabei haben in unserem Kofferraum. Aber das willst du einfach nicht. Also schnell wieder aus damit, schnell wieder auf Komfort und Ruhe ist. Denn das kann das Auto wirklich am besten. Ich habe auch so einen Ergo-Motion-Sitz, also wenn ich hier drücke, kann ich sagen, Beckendehnung, Dehnen der Lenden, Dehnen des gesamten Körpers, lass mich ein bisschen dehnen. Habe hier meinen wirklich schönen Homescreen, auf den ich schauen kann.
sehe, dass es rasch kälter wird. Die Navikarte hat inzwischen auf dunkel gewechselt und dann komme ich so dem Horizont entgegen. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen ja eine Kleinigkeit mal mitnehmen. Es folgt mehr Genesis bei uns, deswegen auch hier mal ein bisschen kompakterer Form. Ja, und ich, was hätte ich an dem Auto zu meckern? Einerseits brauche ich nicht so ein riesen SUV, ne? Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, aber wenn ich ein Auto in der Größe haben möchte und ich, wie gesagt, jetzt nicht der Motorfetischist bin, dann bin ich hier gut zu Hause. Wäre ich jetzt wirklich auf der Leistungsseite unterwegs, wo ich ja sagen muss, 140, 150 auf der Autobahn, rolle ich bequem dahin. Ich habe halt nur zu viel Verbrauch. Aber da gibt es ja einen Sechszylinder-Diesel. Das heißt, wenn wir uns mal so einen Vergleich machen, vielleicht wäre Bentayga gegen so einen Sechszylinder-Diesel hiervon gar nicht mal so verkehrt. Und das ja, war es für diese Folge. Ich freue mich noch ein bisschen an Leder und Kunstleder hier im Innenraum, an diesen unglaublich ja, hochwertigen Türtafeln. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, dann in einem richtigen Einblick sozusagen. Und bis euch wünsche ich bis dahin immer gute Fahrt. So, ah ja, was wir natürlich noch zeigen können, einfach, ich weiß nicht, hat die Kamera das hier drauf? Moment, ich fahre euch einmal rüber in den Schatten. Das müssen wir auf jeden Fall noch drauf haben. Genau, das heißt, wenn ich nämlich jetzt hier meine Kamera anmache, seht ihr erstmal, wir haben eine 360, seht ihr das? Hallo? Wir haben eine 360-Grad-Kamera. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, nach vorne bzw. nach hinten zu schauen. Man hat auch die Möglichkeit, hier um das Auto zu schwenken. Das ist übrigens völlig verzögerungsfrei. Das kriegen andere Hersteller, ich sage keine Namen, nicht hin. Der Punkt ist aber, ich kriege diese Ansicht mit der, von oben. Tim, du wirst es jetzt einblenden können. Wir haben es schon gemacht auf der Autobahn. Du kannst auf der Autobahn die Rückfahrkamera einschalten und dann kannst du auf der Autobahn dein Auto in dieser 360-Grad-Perspektive von oben sehen. Du siehst genau zum Beispiel, ob du auf der Baustelle deine Spur hältst oder auch, eben auch nicht. Und das ist was, nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Und mit dieser ja, überraschenden Fakt sozusagen verlassen wir den GV80 und ein GV80, das ist ein Auto mit Stil, also verabschiedet er uns doch auch mit Stil. Warum verabschiedest du mich nicht mit Stil? Naja, dann fehlt uns jetzt die Melodie.